Hallo, Ralf Paschen für Jagd aus Wilhelmshöhe. Heute habe ich das große Vergnügen, ein absolutes Spitzenstück präsentieren zu dürfen. Normalerweise schlägt mein Herz nicht so sehr für Ferlach, aber wenn der Herstellername Wilfried Glanznick im Koffer steht und auf dem Gewehr, dann werde auch ich sehr aufmerksam. Wilfried Glanznick ist der Mann, der mit großem Abstand die Nummer 1 in Ferlach darstellt, dessen Meisterwerke und Lebenswerke die ganze Welt erfreut haben und ihm eine Reputation eingebracht haben, zu den Top 10 der Welt zu gehören. Das Gewehr, das ich Ihnen heute anbieten darf aus seiner Werkstatt, stammt aus den 90er Jahren und es handelt sich um einen Bock-Drilling. Die Kaliberkombination ist die 30-06 Springfield, 22 Hornet und die 22 Schrotpatrone mit 76 mm Patronenlagerlänge. Dadurch haben wir natürlich ein sehr geschmeidiges, zierliches, kleines System, das eben alle drei Läufe aufnimmt. Wir haben die große Kugel, die mittels eines Spannschiebers auf dem Pistolengriff angesteuert wird, über ein Blitzsystem, das unten auf der breiten Abzugsplatte sitzt. Und wir haben die beiden Seitenschlosse für die Hornet und für den Schrotlauf. So, wenn wir das Ganze jetzt feuern wollen, dann müssen wir einmal von Hand die große Kugel spannen. Die können wir natürlich einstechen. Das kommt dem Blitzschloss sehr entgegen, lässt sich feuern. Dann geht das Ganze zurück. Wir haben dann nochmal über den Stecher das kleine Hornetläufchen und im hinteren Abzug den Schrotlauf. Und das Schöne und das Typische für Wilfried Glanznick ist dann, dass wir dann eben Ejektoren haben. Das heißt also, hier werden die Läufe von den Hülsen befreit. Hurra, hurra! Noch einmal zu dem Gewehr. Man sieht ein kleines bisschen konstruktionsbedingt durch die asymmetrische Anmutung der Läufe haben wir auch eine unterschiedliche Ausformung des Vorderschaftes. Und das zeige ich jetzt noch mal ein bisschen näher, denn dort, wo wir eine Seitenleiste haben, sitzt auch im System eine doppelte Ejektorensteuerung. Das heißt, zwei Läufe bzw. zwei Patronenlager werden über die Ejektoren geleert. Auf der rechten Seite lediglich das eine Stück. Auch hier, wie bei Wilfried Glanznick immer üblich, alle Teile feinst poliert, alle Schräubchen stehen auf Strich. Und die Metall-zu-Metall-Passungen sind absolut makellos. So, jetzt geht's weiter. Wir machen weiter mit dem Laufbündel. Wie gesagt, der kleine Kugellauf seitlich, der Schrotlauf oben, die große Kugel unten. Die Ejektorensteuerung muss man sich mal aus der Nähe anschauen. Die Präzision, mit der das gefertigt wurde, entspricht wirklich der eines Schweizer Uhrwerks, einer Manufakturarbeit, die ihresgleichen sucht. Die große Kugel mit gefederter Ausziehkralle, alle anderen herkömmlich. Aber das Timing der Ejektoren ist perfekt und zur Verriegelung kann man es auch leicht erkennen, haben wir diesen gewaltigen Laufhakenverschluss gekoppelt mit dem Doppelgreener. Das Laufbündel selber ist sehr leicht und macht diese Waffe von daher auch bergtauglich. Zum System noch einmal zu sehen, diese sehr fein und hochpolierte Stirnplatte mit den gepufferten Schlagbolzen. Und auch hier sieht man sehr klar an den Banden, dass die Waffe beim Zusammenlegen immer in fachmännischer Hand war. Hier sind keine Knitschen, keine Macken zu erkennen. Alles ist perfekt. So, ich lege das Gewehr noch eben einmal kurz zusammen. Tilly hilft mir schon wieder beim Einsammeln der Patronen bzw. der Pufferpatronen. Hier kann man das Ganze noch mal in voller Schönheit sehen. Das Holz, ein wunderbares türkisches Nussbaumholz, absolut kontrastreich mit einer wunderbaren Hornabschlusskappe. Und auch hier für Glanznick typisch, die Schrauben stehen alle auf Strich. Auch wenn es niemand sieht, dieser Mann arbeitet, glaube ich, in der Präzision mit einem Anspruch, den ich mir bei vielen anderen wünschen würde, aber eben einfach nur vergebens suche. Tja, Glanznick hat nicht viele Gewehre gebaut. Dieses hier trägt die Nummer 007, ist natürlich auch ein James-Bond-Gewehr. Deshalb würde ich mich freuen, wenn es da auch in die Hände von Agenten kommt.
Also, sind Sie so lieb, nehmen Sie Kontakt mit mir auf. Dieses Zaubergewehr ist ab sofort zu haben. Und ich darf Ihnen versichern, der Preis, den ich dafür haben möchte, entspricht ungefähr 35% eines heutigen Neupreises und ist ein echtes Schnäppchen. Also, freue mich auf Ihren Anruf, Ihre Kontaktaufnahme. Meine Daten sind bekannt. Ich hoffe, dass der Vortrag interessant und kurzweilig war. Zu sagen ist noch 63 cm Lauflänge. Balance ist perfekt. Schwer ist das Gewehr auch nicht. Ich höre von Ihnen. Vielen Dank, Ihr Ralf Paschen für Jagdhaus Wilhelmshöhe.